Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, heute in der Folge wollen wir noch ein wenig weiter vorne arbeiten, aber auch hinten. Und ich bin auch schon dabei, die ganze Zeit Nichrom herzustellen. Mal für euch, damit ihr wisst, wie es geht. Ein bisschen Nickel und einmal Chrom und dann kriegt man Nichrom. Falls ich mich wiederholen sollte, das tut mir leid. Aber ich weiß, glaube ich, langsam selber nicht mehr, was ich schon aufgenommen habe und was nicht, weil ich glaube, mein Computer mag die Hitze nicht. Oder mag mich nicht. Kann man sich aussuchen. Ich hoffe, dass die Aufnahme sauber durchläuft. Er hat die letzten paar Male rapide gesagt, nö. Das muss nicht sein. Aussetzen. So, dann haben wir hier jetzt noch ein bisschen Mika. Haben wir jetzt noch das da. Ending. Denn wir brauchen wieder mehr Mika. Wir brauchen eigentlich alles. Das Schlimmste ist nur gerade zur Zeit, ich brauche vor allem Blue Alloy. Und ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen was produzieren können. Denn wir müssen ja auch das Kabel hinlegen, verlegen. 28 Kabel habe ich momentan fertig. Ich bin mir momentan nicht sicher, wie es mit dem Benzin ausschaut. Das wird einfach nur heftig sein. So, ich hätte jetzt eigentlich mehrere Sachen, was ich jetzt machen müsste. Ich bräuchte halt auf jeden Fall Energetic Alloy Ingots, ich glaube, weil ich muss mir jetzt nämlich noch diese HV Energy Hedges herstellen. HE-Kohlenzellen haben wir mittlerweile weitere 6 Stück. Wie ihr seht, liegen hier auch ein paar Cuprochrom-Nickel-Coils drin. Denn ich habe diesen EBF jetzt erstmal abgebaut, oder beziehungsweise die Coils abgebaut und habe sie nach hinten verfrachtet und habe ja, durch stundenlanges ja, Craften mein Vierfach EBF hochgerüstet. Und wie gesagt, ihr habt ja auch gesehen, was ich gemacht habe, dieses Nichrom. Das sind ja die nächsten Coils. Und diese nächsten Coils wollen wir auch demnächst herstellen. Das wird nur richtig viel, also nicht nur Ressourcen, sondern Zeit fressen. Ja, man sieht hier, ne? Also ich habe den umgebaut. Drei sind schon aktiv, also der da und der da und der hintere, der ist noch nicht fertig. Da fehlen mir noch 3 Coils. Deswegen bin ich auch da und kann Teil zu holen. Ja, und habe mir jetzt hier habe ich jetzt das Hot Nichrom. Das heißt, da sind noch 30 Stück am Laufen. Und da sind noch 30 Stück am Laufen. Und hier habe ich meine Ingots drin. Und mein Problem ist aber, um das runterzukühlen, brauche ich HV in dem Baby. Das heißt, wir müssen den da demnächst, jetzt auf, dann auf HV upgraden. Und dann sollten wir eigentlich den ganzen Raum mal auf HV upgraden. Ja, jetzt habe ich hier schon mal das Kanthal mitgenommen, weil wir wollen jetzt erstmal an den lustigen SMDs arbeiten oder Dioden oder wie auch immer die Dinger heißen. Und dafür brauchen wir Platinum. Und das ist jetzt das, was wir als erstes machen. Wir jagen mal Platinum durch den EBF. Nachdem ich die Coils fertig habe. Den Gang, den wir hier gerade gemacht haben, den mache ich öfters. Läuft immer noch. Ich bin ja auch momentan in meinem kleinen Anzug unterwegs. Auch schon bestimmt wissen, warum. Ich muss nämlich mal gucken, wie es mit dem Strom weitergeht. Weil momentan haben wir einige Fresser am Laufen im EBF. Dann oder die 2 EBFs und die fressen richtig. Die ist das, glaube ich, kostet 1,4 Millionen EU pro Nichrom. Also, da haut er mal richtig durch.
Wie gesagt, momentan haben wir sogar mal wieder und bei uns hier im Gebäude sozusagen die Plastikverarbeitung aufgebaut, weil uns das Plastik ausgegangen ist. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal. Von diese Folie. Letzte läuft hoffentlich. Dann haben wir nämlich soweit alles, dass wir unseren EBF da hinten jetzt komplettieren können. Dann nehme ich mir jetzt da mal 32 Stück mit. Weil, nein, ich brauche nur 27. Viel mitnehmen. So, und ich. Brauchen Circuit 1, den habe ich schon hinten und der ist auch schon drin in den richtigen EBF. Dann haben wir jetzt noch Kanthal. Gesagt, hoffe, dass dann das Mika reicht. Dass wir dann auch die Coils machen können und dann zieht auch der hintere EBF um. So, und jetzt ist auch der komplett. Jawohl, jetzt ist er auch wieder komplett. Momentan geht aber nicht mehr als 3. So, da habe ich einen Einser drin und dann schmeiße ich mal jetzt die 27 rein. Hoffe, dass er anspringt. Jawohl, er springt an. Dann lasse ich ihn mal laufen. Momentan habe ich auch noch hier einen Personal Anchor mit 3,5 Stunden. Und das wird jetzt auch eins meiner nächsten Projekte sein. Das Ding muss auch sauber laufen. Und wir müssen vor allem dann jetzt dann auch demnächst anfangen, Salismundus und den ganzen Käse zu machen. Das heißt, wir müssen auch hier weiter die Planung vorantreiben. Das ist einfach nur extrem. Was wir noch alles machen müssen. Also diese Idee behalten wir auf jeden Fall bei, dass es ein Hauptgebäude in diese Richtung gibt und links und rechts dann sozusagen die Gartenhäuschen. Ich habe da schon mal angefangen, sozusagen mir das mal vorzustellen, wie wir das machen könnten. Betonung liegt auf könnten, weil ich habe mir da schon wieder ein bisschen umentschieden. Weil zuvor habe ich es einfach 7x7 gemacht. Ich bin hingegangen, habe gesagt, okay, da jetzt 5. Nee, 5 und da 5. Und da 5, dann habe ich hier einen kleinen Raum. Es kann sein, dass der noch einen breiter wird. Oder schmäler. Nee, einen breiter noch wird, genau. Und das Zeug hier muss auch weg. Also als allererstes geht mal das hier weg. Das ist falsch. Denn ich möchte, dass das größer wird. Das ist mir zu klein. Muss da andere Möglichkeiten erzeugen. Weil ich muss das ja als Standard haben. Und wie gesagt, was mache ich auf einmal, wenn ich jetzt da einen Fünfer Bereich mache? Und auf einmal brauche ich mehr. Wäre doof. Bin ja auch gerade beim Überlegen, ob ich das sogar vielleicht gerade mache. Also nicht wie sonst immer 7x7, sondern diesmal 8x8 zum Beispiel. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe jetzt hier 3, dann habe ich hier 2, mache hier jetzt auch nochmal 3. Dann habe ich jetzt 2, 4, 6, 8.
bin ich mir sicher, dass da auch was drunter liegt. Jawohl. Das wäre jetzt dann Nummer 9. Auch mal ein bisschen Dark Oak. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Vor allem, wenn ich im Plastik-Ding rumrenne. Und das Lustige ist, mein Hazmat-Suit ist schon wieder fast kaputt. Ohne dass ich Schaden bekommen habe, ohne dass ich runtergefallen bin, ich habe mich nur ein- und ausgeloggt. Das würde mich wirklich interessieren, wie das zustande kommt. Ich hoffe, dass ich das Zeug auch reparieren kann mit Rubber. Sonst habe ich ein Problem. Keine Ahnung, wo das herkommt. Jetzt auf jeden Fall diesen schönen mal wegmachen. Ich weiß es nicht. Ich habe es hinten gebraucht. Jetzt momentan brauche ich es ja nicht mehr, weil, wie gesagt, ich habe kein Hot Kantal mehr zum Transportieren. Aber von euch würde es bestimmt jemand wissen und sagen: Hey, der Hazmat geht kaputt, weil. Dann sind wir alle schlauer. Also. Schlafen, weil ich möchte momentan keine Monster da haben. Obwohl wir jetzt mittlerweile auch wirklich anfangen, großflächig auszuleuchten. Aber ja, wir schaffen noch nicht alles. So, das heißt jetzt für mich, ich kann jetzt schon mal hier ganze Erde abtragen. Warum mache ich das gerade, was ich gerade mache? Ganz einfach. Da hat mich unser Prophet draufgebracht. Weil zuerst wollte ich ja sozusagen hingehen und sagen, okay, ich komme jetzt hier rein, ich habe jetzt dann hier mein Streifen. Ja, das machen wir auch mal weg, da kommt dann was anders hin. Und kann es dann hier was abgeben. Das war ja eigentlich das, was wir uns vorgestellt haben. Und hinten dran haben wir dann den Bereich, wo wir unsere Maschinen haben, die dann das verarbeiten, was hier vorne hingelegt wird. Da hat dann Prophet natürlich drauf gesagt, das ist viel zu klein oder es wird viel zu groß. Aber wenn man sich jetzt mal jetzt schon die Ausmaße anguckt, also momentan ist das Ding, weil es wird nur länger, nicht breiter. Also das da bleibt. Also das heißt, die Ausgabe ist ja geringer. Weil wenn ich das jetzt auch noch 8 mal 8 mache, dann fehlt mir richtig Meter, um hier hinten die Gewächshäuser oder diese Häuschen dran zu kleben. Und das ist natürlich kontraproduktiv, weil wir möchten es ja eigentlich so haben, dass es beides macht. Mal weg. Definitiv wegnehmen, weil du bist falsch. Schön.
Und jetzt heißt es für uns, wir haben auf jeden Fall, brauche ich eine Kiste. Sollte ich mir auf jeden Fall mindestens eine Goldkiste machen, dass man auch irgendwas reinschmeißen kann. Jetzt habe ich nur ein Problem, das kann mir vielleicht von euch auch jemand helfen. Ich weiß, dass es eine Maschine, dass es halt diesen Super Buffer gibt, wo man einstellen kann, wie viel das er rausnehmen soll. Gibt es dafür in diesem Pack noch eine zweite Möglichkeit, dass ich sagen kann, bitte nehme mir von XY 4 Stück. Wenn ja, bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr interessant für uns, weil dann könnten wir nämlich hingehen und sagen, okay, wir können das machen. Ich finde ja, das fehlt bei GT. Ich sage mir immer, dieser Roboterarm, da kann ich zwar sagen, in welchen Slot, ich kann aber nicht sagen, wie viele. Und das wäre halt meiner Meinung nach eigentlich ein Roboterarm, der viel, viel cooler wäre, dass man sagen kann, okay, du ziehst jetzt mir 4 Items immer raus und legst die entweder in den Slot oder sozusagen in die Nachbarkiste. Oder wie gesagt, der Konvoier, weil der Konvoier ist ja so eine Art Band, Förderband. Aber wie gesagt, mit dem Roboterarm kannst ja du auch sagen, okay, 4 Stück raus und zum Beispiel einpacken. No, dafür hat man ja diese Ärmchen. Das wäre cool. Vielleicht geht's auch. Und ihr sagt's mir gleich und dann sage ich, ja, sehr schön, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. So, also, wir haben jetzt, genau, ich brauche eine Chest, habe ich gesagt. Dann von mir selber abgelenkt. Hervorragend. Das kann ich sehr gut. Kann mich immer von mir selber ablenken. Und ich brauche jetzt eine andere Chest. Ich bin ja momentan das. Naja, ich bin ja schon beim Modifizieren von dem Pack hier. Ich hoffe, dass ich es so reinkriege. Ich möchte nämlich gerne Enhanced Inventories. Teilweise über Jabba machen. Denn Jabba hat verschiedene Tierstufen und hat dann auch die dementsprechenden Tier-Items. Und diese Items möchte ich mit Enhanced Inventories verwenden. Ich weiß, dass ich zwar einiges von Enhanced Inventories sozusagen dann kastriere, weil ich halt keine Möglichkeiten habe, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt verschiedene Wollen haben, außer ich kann es irgendwie draufklicken. Das weiß ich aber nicht. Und das werden wir aber rausfinden, über Zeit. Und was ihr mir mal reinschreiben könnt, ist, ob ihr sowas sehen möchtet, wenn ich demnächst mal anfangen sollte, ein neues Pack zu bauen. Ich bin momentan ein wenig testen beim 1.12 und schaue mir auch schon mal 1.16 an. 1.16 wird aber erst dann wirklich interessant, wenn wir definitiv GT erstattet haben. Weil da werde ich dann das ganz große Pack machen. Aber vielleicht kommt schon 1.12 ein leichteres Pack. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr mir mal reinschreiben. Ja, interessiert uns gar nicht. Zeige uns bloß nicht, wie man das macht und sowieso, beziehungsweise, das ist ja dann ein Geben und Nehmen, weil, wie gesagt, ich bin kein Vollpro. Aber man kann ja was lernen, vielleicht ist von euch jemand dann dabei und ist ein Vollpro und sagt, ey, das kannst du so und so machen oder das und das musst du so und so machen. Und ich glaube, ich habe schon wieder diesen schönen Bug. Ja. Dass ich jetzt die Rezepte nicht sehe. Das ist auch so einer, der wo mich nervt. Es kann jetzt dann sein, dass ich jetzt dann GT zum x-ten Mal heute starten muss.
So, wie kann ich jetzt die Rezepte mir anzeigen lassen, damit ich weiß, wie es geht? Ja, okay, ja, kann ich. Iron Chest. Also ich kann mir jetzt nicht anzeigen lassen, was ich draus machen kann. Ich kann mir jetzt nur anzeigen lassen, wie das Rezept ist, aber nicht, was ich draus machen kann. Ne? Wenn ich jetzt hier klicke, passiert gar nichts. Dann kriege ich die ganze Zeit sozusagen eine schöne Fehlermeldung. So, und ich brauche jetzt bitte drei Double Goldplatten. Ich hatte gerade gesagt, drei Doppelplatten. Wieso nehme ich dann neun? Dann bin ich 13. Dann bin ich dreimal 13, aber nicht zweimal drei. Und ich bin eine Nase. Habe ich das jetzt nicht gleich so gemacht? Wollte nicht, oder was? So einfach. Mann, Mann, Mann. 1, 2, 3. Double Gold Plate und davon brauche ich jetzt drei Stück. Haben wir schon. Da. Sekunden. 19 Sekunden. Ich habe gar nicht gewusst, dass 19 Sekunden so lang sein. Ach ja. Glaube, es wäre jetzt ein bisschen schneller gegangen, wenn ich jetzt die Goldplates genommen hätte. Ah! Schaut mal! Das NDI hat sich beruhigt. Es geht wieder. Wunderbar! Sehr schön! Gefällt mir. Es kann sich selber beruhigen. Und ich habe lang genug gemotzt. Okay. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Tank. Also Enderman, genau. Wir müssen auf jeden Fall dem nächsten Witcher. Genau, ich muss einen Witcher, ich muss einen Hexer suchen, klatschen. Der klatscht dann, glaube ich, mich. Wir müssen einen Wither endlich mal beseitigen. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal jetzt dann alles so weit vorbereiten, dass wir diese Proofed-Blöcke haben. Dass wir mal auf den losgehen können. Dann sollten wir auf jeden Fall auch anfangen. Wie gesagt, mit Soundcraft auch mal ein wenig mehr zu machen. Ich sage, es ist lustig, dieser Effekt kommt ab und zu ne, 30 Mal nacheinander. Also da spuckst du Fledermäuse aus, ne, jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Und dann hast du die nächste Stunde deine Ruhe. Total witzig. Nein, aber genau, wie gesagt, Enhanced Inventories. Ich mag ihn halt, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt da einen Block drüber setze und dafür möchten ich halt haben, mir. Ja, Java kann es halt nicht. Das ist halt das Problem. Ja, da kann ich eine Sache reinmachen, aber nicht jetzt 8 oder so oder 16 oder noch mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt dann hier dann meine Kiste, die wo nach vorne aufgeht und ich kann was reinlegen und kann was drüber packen. Und das bräuchte ich halt ein paar Mal. Darum kommt der Mod auch mit rein. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier meine Kistis, die dann sozusagen entladen werden. Ich bin momentan beim Überlegen, aber das schaut eigentlich mehr so aus, als würde ich es hinten entladen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall übereinander stapeln und nach hinten weggehen und das dann vernünftig zumachen. So, das heißt jetzt also. Wir haben jetzt dann hier einmal
den Tank. Das heißt, ich kann jetzt da reinschütten Wasser, egal was. Das muss dann zu der richtigen Maschine. Das ist halt das, was wir jetzt dann klügeln müssen. Auskugeln, genau. Ich tue mal schnell Namen auskugeln und ja. Mein Hirn ist, glaube ich, ausgekugelt. Oh, okay, das liegt aber momentan bei den ja, lustigen 30 Grad hier in meiner Wohnung. Da wäre ich gerne gerade Kellerkind. So. Aber im Keller zu wohnen macht auch keinen Spaß. Glaube ich. Da halte ich lieber ein paar Tage 30 Grad aus. So, aber wir haben ja am Anfang von der Folge da was reingeworfen. Ich mir jetzt die Knöpfe verbrennen, weil das bestimmt. Nein. Das heißt, wir haben jetzt 18. Ja! Blim. Also, man braucht 3 Stück, um 2 Nuggets rauszukriegen. Ich habe 27, 9 weniger. Das wird interessant. Vor allem der andere Weg aufzubauen wird noch interessanter. So, und jetzt braucht man das da. Und dafür brauche ich jetzt die SMD-Dioden. Dafür brauche ich Platinum-Wire. Platinum-Wire macht man ja aus Wire. Oh, Wire, ne? Ich brauche nicht einen Anpacker, ich brauche das da, genau. So, und das muss ich jetzt bestimmt. Kannst du mir mal bitte sagen, wie ich da dran komme? Hoffe im Alloy-Smelter. Mit einer Ingot-Form. Ein. Glaube, da hinten war die Nacken. Ist sonst witzig, wenn ich das jetzt verflüssigen müsste, damit ich es dann als Ingot kriege. Wow, wir kriegen jetzt zwei ganze Ingots raus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt Platinum-Ingots und diese Platinum-Ingots muss ich jetzt schön brav in die Wire-Mill reinhauen. Dort haben wir 4 Stück. Ich glaube, ich brauche 16 Stück, um einen Durchgang zu machen. Das heißt, ich brauche wirklich jedes Mal 27 Platinum. Hervorragend. Dauert auch gar nicht lang, dann sowas herzustellen. So, ich habe jetzt dieses feine Platinum. Dafür brauche ich jetzt Galliumarsenid. Meinem Glück haben wir jetzt nichts mehr. Der da. Der da. Und ich brauche den nächsten SMD. Das war, glaube ich, der mit dem weißen, ne? Genau.
Da machen wir jetzt auch mal einen auf. So. Gallium-Arsenid. Brauche ich nur einen. Es wird Zeit, dass wir auf den Mond kommen. So, und jetzt brauche ich 576, war das? Dann waren es, glaube ich, 4. Was ich nach hinten umgestellt habe, jawohl. Es arbeitet sehr langsam. Okay. So, ich brauche jetzt für diese Quest 32 SMD-Diolen. Die kriege ich auf jeden Fall, weil da kriegen wir ein Stack raus. Dann brauchen wir 16 von denen. Toll. Das heißt, ich brauche jetzt Fine Unrelated Copper Wire. Gallium Arsenid. Gallium. Nein, wir brauchen Gallium. Was mit Galle? Haben wir vielleicht. Oh, wir haben noch Galliumfolie da. Schön. Und dann heißt es, ich brauche jetzt Unrelated Copper. Oh ja, 8 Stück. Rest machen wir noch. Und ich brauche natürlich, ja. 288, das ist zwar. Nein. Im Loch hängen bleiben, DDR. So, ich jetzt treffe ich jetzt jedes oder was? Kennt ihr dieses Murmelspiel, wo man links und rechts zieht und wenn man Pech hat, fallen dann die Kugeln runter. Wenn alle Kugeln runtergefallen sind, hat man verloren. So komme ich mir gerade vor. Nur dass ich die Kugel bin, die runterfällt. In diese Löcher. So, okay. Und dann brauchen wir doch die gelben. Herzlichen Glückwunsch. Das gelbe Hammer. Das weiße haben wir jetzt auch. Das haben wir jetzt auch. Wir können in Freude sagen, wir haben eine Quest abgeschlossen. Und, da claim ich mir das gleich mal, weil das Polyethylenpulp brauche ich. Genau. Können wir gerade momentan nicht genügend haben. So. Das räume ich dann später auf. Und das Lootpack mache ich dann auch später. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss gehen. So, das heißt, das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Das ist Recycling. Brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir auf jeden Fall HV und ich brauche auf jeden Fall Nitrogen. Nitrogen ist auf jeden Fall der vordere, aber der läuft noch. So, und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum das der liebe Drake offen euch nicht gewartet hat mit dem Zeug zum Herstellen. Denn, habt gesehen, 2 Stück, glaube ich, waren am Anfang von der Folge drin. Der eine, zweite ist noch dazugekommen. Irgendwie sowas. Circa 30 Minuten später als vorhin. Mich würde es wundern, wenn da die Hälfte drin liegen würde. Würde so fast schon wundern, wenn jetzt Viertel drin liegen würde. 23. Okay, bei dem sieht man schlecht. Wir haben 11 geschafft. 9 Stück. Ja, weil das Ding braucht halt 200 Sekunden.
Und wie gesagt, wir müssen ja darauf hinarbeiten, dass wir jetzt unseren EBF endlich auf diese 3000 Kelvin kriegen, damit wir endlich diese anderen Pipes und so weiter herstellen können, weil ich möchte ja natürlich nicht nochmal dann rausreißen müssen und das alles abbauen. Dann können wir nämlich da hinten richtig loslegen, da können wir in Chemieverarbeitung richtig loslegen, da können wir auch in der Werkstatt noch richtig loslegen, weil ich möchte das irgendwann ja so sauber zugebaut haben, dass man, ja, das dann auch hier nicht irre wird. Vor allem dann auch eventuell mit Redstone-Signalen und so weiter und so fort, dass man dann die Pipes deaktiviert oder. Dass einem nicht mehr komische Sachen passieren können. Genau. Ja, also wie gesagt, ihr habt einiges zu kommentieren. Brauche ich diesmal nicht mehr sagen, außer ihr habt natürlich noch Fragen oder Anregungen. Dann könnt ihr die natürlich auch posten, aber das ist ja mittlerweile hoffentlich für euch selbst verfreilicht. Dann hoffe ich, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch die Folge gefallen hat, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann.